Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder GeoGuessr. Ich glaube, es ist die letzte Folge GeoGuessr, weil ja ab Februar das Gratis-Spiel nicht mehr möglich ist. Finde ich ein bisschen schade, eine schöne Serie geht zu Ende. Wir müssen jetzt hier ins Duell rein. Moving. Mal schauen, ob wir es noch in Gold schaffen können, aber ich glaube, das wird schwierig. Tomek Bomek wird mich da auch nicht einfach durchlassen. Ja, war total eine total schöne Serie. Wir haben irgendwie über 100 Folgen davon gemacht. Crazy. Linksverkehr auf jeden Fall schon mal. Bin auch total drin. Jetzt will ich nochmal alles geben. Ich habe immer noch keine Idee, was ich jetzt als Ersatz dafür mache. Ersatz gibt es ja schon mal nicht, aber... So, irgendwas, was es damit aufnehmen kann. Keine Ahnung. Ich bin sehr traurig, dass so eine schöne Serie zu Ende geht. Aber wir müssen weiter gucken, ne? Irgendwas wird kommen. Ririmari, save our communities together. Ich dachte, es wäre Dings. Ich mache jetzt hier Australien, keine Ahnung. Jawohl, guck mal, er hat nämlich UK, das hatte ich auch gedacht, aber... Hä? Ich bin so viel näher dran als er. Und trotzdem noch zu weit weg, um ihm richtig Damage zu machen. Aber egal, wir wollen jetzt auch nicht hier in Trauer schwelgen, sondern... Ja, ist Linksverkehr nämlich. Sondern wollen jetzt gewinnen. Das sieht hier so typisch wieder... im Bereich Asien aus, hier Richtung Thailand. Batang. Hier ist eine Indonesien-Flagge, oder? Hier machen wir hier so einfach schnell einloggen. Ist das ein neues Geräusch? Mal sehen, wo Tomek Bomek ist. Ich finde den Namen super. Er ist sogar näher dran. Was soll das denn? Das kann ja nicht wahr sein. Ich finde da die Indonesien-Flagge. Gehe deswegen nach Indonesien. Und er sagt einfach so Malaysia und ist näher dran. Das ist eine Sauerei. Und hier sind wir mitten im Nirgendwo. War da eigentlich eben eine Kuh? Weiß es nicht mehr. Ich habe das irgendwie so in Erinnerung. Ja, nice. Dann ist ein Hund gewesen. Ups. Oh, Hund, ne? Ich glaube, das hier ist gerade unsere Rückwärtsfahrt, weil es hier so staubig hinter uns ist. Aber ich finde hier wirklich gar nichts. Mann, hier ist ja nix. Ich habe keine Ahnung, es könnte halt überall sein, ne? Ja, natürlich hat er gegessen. Ich mach hier irgendwie Rumänien. Der ist wieder näher dran, es kann nicht sein. Woher nimmt er das? Was steht da? I love war irgendwas mit B. Bata. Und dann kommt noch was, aber kann ich nicht erkennen. Ja. Keine Ahnung. Es ist wieder so Richtung Asien, ne? Richtung Thailand meine ich eigentlich, aber ich mache jetzt hier einfach Thailand. Ich habe jetzt keinen Bock, hier so lange noch rumzusuchen, bevor ich hier gar nichts finde. Ich bin auch sauer, dass Tomek Bomek führt. Was soll denn das, Mann? Ich war in Australien, er war in der UK.
und kriegt da nicht mal 1000 Damage. Aber wir sind. Es war schon wieder hier. Da waren wir doch eben gerade auch schon. 700 Damage. Wenigstens sind wir wieder in Führung. Runde 5. Eco Standard. In die Richtung kann man gar nicht gehen, ne? Eco Standard hat sich wie schon mal so angehört, als wäre es europäisch. Weiß ich aber nicht, ob das irgendwie noch zutrifft. Ey. Es ist ein. Hier steht. Hier ist eine Schweizer Flagge, oder? Aber hier steht ein. Was da steht. Machen die in der Schweiz nicht andere Kennzeichen? Also ich würde sagen, ja, ich sag wieder Rumänien. Und er ist schon wieder näher dran, Serbien. Das kann wirklich nicht wahr sein. Das ist ein intenses Duell. Mal nochmal ein Stück näher dran. Hier steht ja alles, schau mal. Die Flagge müsste man halt Technologia. Es sind irgendwie auch viele Ös dabei. Aber ich habe keine Ahnung, zu was die Flagge gehört. Oder dieses Wappen. Oh nice, er hat es natürlich wieder, na klar. Ja, keine Ahnung. Oh mein Gott, jetzt hat er mich komplett hops genommen, ne? Das war's für mich. Ach mein Gott, warum muss die letzte Folge so anfangen? Das ist echt schade. Gibt's wenigstens nochmal ein neues Quiz? Nö. Was machen wir dann als letztes? Das wäre echt schön. Basic. Nochmal 60.000 Punkte. Das will ich nicht wegwerfen. Letztes Mal habe ich ja schon das schlechter gemacht. Geotrivia. Das war eigentlich auch ganz witzig, ne? Speedrun. Ach, wir haben das alles schon. Da muss man immer wieder da hinten hin. Asia. Das haben wir, glaube ich, alles. Machen wir Geotrivia oder Fun with Flex. Wir machen Fun with Flex. Da habe ich jetzt Lust drauf. Quiz time. Which flag is this? Boah. Ja. Ich wusste es natürlich, klar. How many stars in the European Union flag? 12, ne? Jawohl, jetzt sind wir ja immer mal im Lauf, ja. 12 stars, ist ja klar. Which one is the correct South Korean flag? Das oder das? So, boah. A flag representing the three parts of the nation. The white is the land where the red blue circle and the black bars represent the people and the government. Mm-hmm. Which one is the correct Argentinian flag? See. Bisher noch nicht blamiert. The Sun of May is the national emblem of Argentina as well as Uruguay and presents on both flags. Furthermore, the symbol was also engraved in the first Argentinian coins. Schön. Which one is the correct Brazilian flag? Das, da war auch dieser Farbton. Ich, A oder B? Oder D? Scheiß Farbton, dass der auch noch mit reinspielt. Also C auf keinen Fall. Ich sag B. Ach, scheiße. A.
The Brazil Fake contains 27 stars representing the Brazilian states and the federal district. Furthermore, different constellations are represented in the design. The national motto Ordem e Progresso is written on the banner. It's Portuguese of for order and progress. Ja, aber es stand doch bei allen, oder nicht? Which one is the correct Malaysian flag? Ich würde sagen B, ist mir so als erstes ins Auge gestochen. Jawohl! Malaysian flag, the crescent with a star is a common symbol for Islam, which is the country's state religion. The 14 points of the star represent the unity between the member states and the federal territories. Sehr schön, was man hier alles über Flaggen noch lernt. Ne? What color is missing from this Norwegian flag? Blue. What color is missing from the South African flag? Gelb. What color is missing from the Indian flag? Green. Jetzt sind wir hier drin gerade. Bitte jetzt nicht eine Frage, die ich nicht beantworten kann. What color is missing from the Colombian flag? Rot müsste das sein, jawohl. Laos, oh, so welches sogar Symbol. Warte mal, war es nicht? Ich weiß nicht mehr. Mountain oder Square, sage ich. Sag Mountain. Oh mein Gott. Circle, ja gut. The current Lao flag was designed in 1945 to be distinct from the then royalist flag between 1945 to 75. It was not official flag, but in late 1975 it was readopted by the Pathet of Lao when they came into power. What is a big animal hidden behind the Mexican flag? Eagle. The emblem in the center is a Mexican coat of arms, which is a reference to Tenochtitlan. Keine Ahnung, the center of the Aztec Empire, according to legends, an eagle on a cactus devoured a serpent, which signaled to the Aztecs where to lay the foundation of Tenochtitlan, now Mexico City. Sehr schön. What is missing in the Ghana flag? Ja, warte mal, was ist da? Oh mein Gott, das hat echt lange gedauert. The symbol is called the Black Star of Africa with a symbolic meaning towards Africa and Ghana is in particular. The Ghana national scorer team also gets under the nickname the Black Stars after the symbol. Gut. Croatian flag. Ist doch so ein Chessmuster, oder? Checkered. Weiß das genau. The coat of arms of Croatia is checkered. Schön, letzte Frage. Select the country on the map that uses this flag. Was war denn das nochmal? Schon wieder vergessen. Ich sag einfach Sudan. Ey, warte mal. Saudi-Arabien hat ja auch so eine grün. Turkmenistan, keine Ahnung, ach, Libyen war's. Okay. The design was a green field 1-to-2 ratio and was considered the only solid color national flag in the world during its time. In 2011, after the collapse of Gaddafi's government, the 1951-1969 flag from the Kingdom of Libya was readopted, which is shown in the picture. Perfekt, 60.000 haben wir uns verbessert. Oder? Ich hoffe. Holen wir uns jetzt im Shop noch die Gratis-Münzen ein letztes Mal. Kann ich mir eigentlich mit Münzen vielleicht das kaufen? Und dann geht's jetzt hier in den Multiplayer. Vielleicht können wir wieder mit dem nächsten Duell starten. Es geht weiter mit dem letzten Duell. Wahrscheinlich in dieser Historie. Wir spielen gegen Zolerman oder sowas. Aus Griechenland. Das wird ein spannendes Duell. Hoffe ich.
So zum Abschluss wäre es mal ganz schön. Wir sind schon wieder mitten in irgendwo hier. Das kann wirklich nicht wahr sein. Können wir nicht einfach irgendwo in der Stadt sein? Nein. Wir haben hier Palmen. Es gibt mir irgendwie auch so ein Afrika-Flair. Ach so, das war es auch schon. Nice. Aber irgendwie ist es auch ziemlich grün. Ich habe keine Ahnung, ob links oder rechts. Ja, nice. Es könnte auch Südamerika. Dies könnte irgendwie hier Südamerika sein, Afrika sein, Asien sein. Keine Ahnung, ich mache jetzt einfach hier Nigeria. Bam. Kein Bock hier. Ich kann hier nicht mehr weitergehen auf beiden Seiten. Was soll das? Ja, wir sind näher dran, jawohl. Wichtig. Auch wenn es nur 727 Punkte sind. Ohne 2 sehe ich hier schon wieder keine Stadt. In welche Richtung gehe ich? Ich habe keine Ahnung. Links- oder Rechtsverkehr? Rechtsverkehr. Könnte halt überall wieder sein, ne? Was ist das für ein Schild? Sieht jetzt nicht deutsch aus. Oder halt europäisch. Sehen ja die Schilder ein bisschen anders aus. Überholen wir jetzt hier gerade einen. 2 sogar. Was ist denn das für ein geiles Gefährt? Wir haben ja auf jeden Fall New Holland. Aber der hat kein Kennzeichen. Ach doch, hier. Nee. Hat Arthur das Kennzeichen. Ich habe keine Ahnung, wo das ist, ne? Super Karre hier. Weil die haben halt alle kein Kennzeichen. Doch, er hat eins. Aber ich check halt nicht, wo wir hier sind. Wir könnten halt auch irgendwo in Osteuropa vielleicht sein. Irgendwie USA, finde ich, sieht es nicht aus. Ich mache jetzt einfach hier, wo ich hier in, ja, Ungarn, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es macht mir auch keinen Spaß. In dieser Wildnis hier. Ja, ich bin schon wieder am Arsch. Zum Glück. Er ist jetzt in Führung, was schon mal nervt. Aber er war halt einfach besser, ne? Ja. Senegal, bam. Also wenn er das nicht hat. Einfach hier, keine Ahnung. Sieht so aus, als wären wir genau an der Grenze. Wir sind am Airport, scheiße. Ich weiß nicht, wo der Airport da ist. Ja, der ist noch weiter vorne. Wie kann das denn sein, dass es da vorne ist? So war es zum Beispiel zu einfach. Das wollte ich nicht. So einfach. Aber ich wollte Lampernisse, Dixmude. Keine Ahnung. Ich will halt, dass es in der Stadt ist, aber nicht, dass du da nicht mal bewegen musst und dann stehst du da vor der Flagge und da steht sogar der längst. Also wenn es jetzt nur die Flagge gewesen wäre, wäre es ja nochmal weniger schlimm. Dann musst du erstmal wissen, welche Flagge das ist. Aber da stand ja Senegal. Da konnte ich ja überhaupt nicht vorbei. Wann? Kann ich mal bitte weiterkommen jetzt hier? Danke. Udekapelle Lapanis. Ist Französisch, ne, oder? Michel Polentier. Ich habe keine Ahnung, ne? Hey, ich wollte da lang. Mann, aber auch wenn es. Es ist aber nicht Französisch. Ja, Straat ist ja wieder. Jetzt Holland hier, Niederlande. Das nervt mich hier, ich habe keinen Bock. Der Grieche, der weiß das nicht. Der kennt die Niederlande nicht.
Wenn er jetzt wieder näher dran ist, ne, werde ich aber richtig sauer. Er ist näher dran. Das kann nicht sein. Es kann nicht wahr sein. Auch wenn es nur 266 Damage sind. Es geht mir einfach ums Prinzip, dass ich gerade die ganze Zeit... Ich war einmal näher dran. Alter. Das war auch mitten im Nirgendwo und Luck. Ich habe halt auch keinen Bock, hier jetzt ewig lang zu suchen, bis man hier am Ende dann doch nichts findet. Und ich gebe ihm ja einfach nur Zeit hier gerade, was zu finden, was ich übersehen könnte. Dass hier irgendwo eine Flagge ist mit... Ja, guck, und er hat das genau deswegen, wollte ich ja auch schon einloggen. Ich mache jetzt hier Thailand, keine Ahnung. Könnte halt auch alles andere sein. Ja, und er ist wieder näher dran. Und das knallt schon rein, ist das Problem. Es ist noch nichts verloren, aber ich will nicht aus der letzten Folge GeoGuessr mit zwei Niederlagen rausgehen. Es kann sein, dass es passiert und hier haben wir eine Flagge eben gehabt. Wo ist denn die? Hier hing doch eben gerade eine Flagge. Komm, gehen wir wieder zum Start. Peru. Ich hoffe, es Peru ist. Ah, ja, ja, er ist einfach in der Straße fast. Wie kann das sein? Er kann, nee, also das war ein Glücksgriff, hoffe ich. Du kannst doch nicht in der richtigen Straße sein, fast nur innerhalb von, keine Ahnung. Der Typ ist viel zu gut. Ich will hier auch irgendwie weg. Ich bin hier eingesperrt. Ich weiß nicht mal, ob es Links- oder Rechtsverkehr ist. Ja, wir sind das erste Mal näher dran. Und er wusste aber schon wieder das Land. Ich habe einfach geraten, ne? Ich habe einfach gedacht, ja, könnte... Es ist Rechtsverkehr. Dings, er hatte kurz überlegt, ob ich nach China gehe. Und dachte ich so, nee, nee, es ist bestimmt Südkorea, ne? Und dann war es Südkorea. SG Shanghai, SG Shanghai oder Singapur. Hier steht halt Shanghai, aber es steht auch Singapur. Im Singapur. Warte mal, ich bin aber auch, also er wird das ja auch sofort sehen. Bin ja nicht weit gegangen, oder? Es ist mal 3 Damage und ich mache hier einen ganz entspannten. Er muss halt... Okay, wir sind näher dran, oder? Aber ist auch nur... 42 Damage. Ist auch geil. Es geht sogar in Runde 10 vielleicht. Okay. Sieht mir nach dem... Mulakot. Könnte Island sogar sein, ne? Irksland. Könnte natürlich auch sein, dass er googelt, ne? Soll ich einfach Island eingeben? Gibt's hier irgendwo Höchstland? Komm. Wir müssen ihn auch ein bisschen unter Druck setzen. Was stand hier? Höchstland. Jawohl, was will er denn auf der Färöerinsel? Und was... Oh nee, ich wäre down gewesen, weil er wäre es andersrum gewesen, aber er hat noch ein Stück mehr Leben gehabt. Jetzt hat er noch 411. Jetzt wird's richtig spannend. Er kann es halt auch noch gewinnen, ne? Darauf habe ich eigentlich gar keinen Bock. Rüstung, liebe Meere, give way. Also es könnte schon wieder, es könnte Niederlande sein. Liebe Meere, please drive carefully. Ich kann es halt auch nicht hundertprozentig sagen, ne? Lief Meere. Hört sich halt irgendwie... Jawohl, gelbe Kennzeichen. UK? Okay, hier irgendwo. Bitte, bitte sei richtig. Bitte, ist das der Win?
Ja, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Zum Abschluss einer sehr schönen Serie. Wir sind zwar in der Silver Division, aber ist egal. Hauptsache, wir haben die letzte Runde gewonnen. Und wir gehen zum Hauptmenü. Und ich hoffe, euch hat die Folge und GeoGuessr allgemein gefallen. Das war die letzte Folge. Ich habe immer noch keine Idee, was ich jetzt da Neues mache. Werde ich mir was überlegen. Schreibt gerne Vorschläge in die Kommentare. Wenn euch die letzte Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Ciao, ciao.